Diese Bilder rütteln am Urvertrauen des sicheren Zuhauses. Seelenruhig bewegen sich Einbrecher durch Flur und Wohnzimmer. Die entdeckte Kamera wird einfach abgebaut. Die Bewohnerin kann nach diesem Video in ihrem Haus nicht mehr schlafen, berichtet uns ihr Bekannter Jens Ahlecke. Nee, leider nicht. Sie ist psychisch so belastet durch den Einbruch. Wenn man in den eigenen Wänden herumgewühlt hat, ist das natürlich besonders böse. Und der Mann ist noch auf Fernschicht. Deswegen ist sie eben wieder bei der Freundin und kann nicht hier sein. Die Diebesserie zieht sich durch 5 Gemeinden der Börde bei Magdeburg. Die Häuser sind ausgesucht und mit einem Stöckchentrick markiert. Jens Ahlecke findet sie auch an seinem Haus. Den Urlaub tritt er aus Angst nicht an. Ja, das sind die besagten Stöckchen. Am Freitag hat die Polizei 2 gefunden. Und die sagten uns, die stecken die quasi oben rein und achten dann, ob sie runtergefallen sind, ob jemand zu Hause ist. Oder wenn sie über mehrere Tage halt nicht runterfallen oder drinstecken, dann können sie natürlich einbrechen. Und in der Nacht, vom Samstag zum Sonntag stachen halt wieder 2 drin. Deswegen haben wir dann auch den Urlaub abgebrochen. Mitunter wird es den Einbrechern aber auch leicht gemacht. Die typischen Schwachstellen liegen für unseren Studioexperten auf der Hand. Ganz einfach. Fenster, Fenstertüren, die Hauseingangstür. Das sind die typischen Schwachstellen, auch die Begehpunkte der Einbrecher. Eines der größten Probleme sind die Fenster. In vielen Fällen sind die Fensterflügel noch immer einfach zu knacken. Das Problem ist ganz einfach. Der Einbrecher, ich simuliere mal, es soll der Schraubendreher sein, der geht einfach nur rein und schiebt das zur Seite und schon springt er, hebelt es aus ja. Und damit geht das Fenster auf. Dagegen aber ist ein Kraut gewachsen, sagt der Experte. Man sollte dieses Gegenstück dazu einbauen. Das greift dann ineinander. Und das Problem ist, dieses wird nicht eingebaut und dann ist auch bloß wieder der Haken da und da springt er rüber. Und wenn ich Ihnen jetzt zeige, wie das funktioniert, dann wissen Sie, was da so ganz wichtig ist daran. Das heißt, es greift ineinander. Es geht hier. Man kann es eben nicht mehr einfach ausheben. Die werden nach Schablone eingesetzt, die sind ringsrum am Fensterflügel und verkrallen. Was kostet das, wenn ich das nachrüsten möchte? Was sind das große Investitionen? Ich kann Ihnen ehrlich sagen, wenn Sie die jetzt Fenster einbauen und haben dieses Teil nicht drin, und das ist schon drin, 200 Euro, 300 Euro. Pro Fenster? Nein, für alles. Für alles. Wenn ich also eine relativ kleine Summe gemessen am Schaden, den ich dann eigentlich verhindern kann. Ja, natürlich. Und wenn ich das von vornherein beauftrage, dass ich es komplett haben möchte, vielleicht bin ich bei 500 Euro in der Gesamtsumme einer Hausfinanzierung. 500 Euro für mehr Sicherheit, damit solche Videos nicht mehr auftauchen. Vorerst aber bleiben die Nächte in und um Hermsdorf für die Menschen mehr als unruhig. Du gehst ins Bett, hast nochmal nachgerüstet mit Alarmanlagen, die Rollos müssen alle runter. Du schläfst unruhig, definitiv. Wer trägst denn deinen Ticker um, wenn jemand draußen vor der Tür rumgeht und da ist was? Also es ist einfach scheiße. Jens Ahlecke hofft, dass die Einbruchspuren und diese Bilder helfen, den Tätern das Handwerk zu legen. Und die Polizei bittet eindringlich, solche Videos sofort den Ermittlern zu übergeben.